Spieglein, Spieglein an der Wand, was ist los in diesem Land? Ja, ich denke, wir erleben, wie würde es die Kanzlerin sagen, historische Tage. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste, aber an so eine Situation kann ich mich nicht erinnern. Und ich kann mich noch an vieles erinnern. An die Kuba-Krise, an 9-11, an die RAF-Aktionen, an das Attentat 1972, bei den Olympischen Spielen in München, an ein paar andere Krisen. Aber so etwas war noch nicht da. Und ich weiß gar nicht, was es ist. Ich weiß nur, dass die Leute schwanken zwischen Hysterie und Gelassenheit. Die Hysteriker habe ich heute bei Edeka erlebt, wie sie da mit vollen Einkaufskörben durch die Regale rasen und gar nicht genug mitnehmen können. Ich mache mich darüber nicht lustig. Ich habe nur das eingekauft, was ich immer brauche, aber es könnte sein, dass ich demnächst in den gleichen Modus verfalle. Und auf der anderen Seite die Gelassenen, die sagen, ist doch alles Hysterie. Naja, ich will keine blöden Witze machen auf Kosten derjenigen, die jetzt krank sind und Hilfe brauchen. Aber natürlich hat diese Corona-Affäre, wenn man so will, mit Vorbehalt auch ein paar positive Aspekte. Wir werden keine Fridays for Future-Demonstrationen mehr haben. Mit Sicherheit wird es noch ganz wenige Berichte über die Befindlichkeit von Greta Thunberg geben. Und wir werden auch vermutlich in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten keine Debatten über Elektromobilität führen. Und auch die Mülltrennung wird ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und auch die Frage der Lebensmittelampel, was gesund ist und was nicht, was man essen sollte, das wird auch nicht mehr diskutiert werden. Und was völlig von den Diskussionstableaus verschwinden wird, ist die Frage, ob man Lebensmittel eingepackt oder nicht eingepackt kaufen sollte. Also sozusagen jede Erdbeere einzeln. Über all diese Themen wird nicht mehr diskutiert werden, weil es geht jetzt nicht nur um das gesunde Leben, es geht um das Überleben. Und im Laufe dieses Prozesses werden wir merken, mit welchen Petitessen und Schmonzetten und Lächerlichkeiten und Albernheiten wir uns in den letzten Monaten und Jahren beschäftigt haben. Ich auch, ich nehme mich da überhaupt nicht raus. Und vielleicht muss mal eine solche Krise kommen, um den Leuten klarzumachen, worauf es ankommt und was nicht wichtig ist. Und wir haben viel Zeit mit völligen Unwichtigkeiten vertan. Ich gehe jetzt jede Wette ein, jede Wette gehe ich jetzt ein, dass es keine Urteile geben wird über die Luftverschmutzung, die die Leute zwingen werden, ich meine die Urteile, ihre Dieselautos zu Hause stehen zu lassen. All das ist passé. Ich frage mich nur, ob angesichts der anstehenden Ausgaben die Bundesregierung weiterhin ihre Willkommenskultur beibehalten wird. Und dann noch etwas. Ich habe, ich weiß nicht, vor 2 oder 3 Tagen unseren wunderbaren Wirtschaftsminister Peter Altmaier gehört. Der hat gesagt, man werde in die Bewältigung dieser Krise 500 Millionen Euro investieren. Woher will der Wirtschaftsminister 500 Millionen Euro nehmen?